Was uns diese Woche auf motorradonline.de bewegte, zeigt der grandiose Wochenrückblick. Frankreich. Die Franzosen testen gerade ein neues LIDAR-System, um Geschwindigkeiten zu überwachen und im Zweifelsfall auch zu ahnden. Neu ist, da werden Lichtwellen statt Funk- oder Radarwellen benutzt. Mehrere Fahrzeuge können gleichzeitig erfasst werden und eigentlich könnte das System auch Abstände, Überholverstöße und Fahrweisen kontrollieren. Also Augen auf in Frankreich. Neues von Energica. Die neue Xperia basiert auf einem komplett neuen Chassis, einem komplett neuen Akku und einem neuen Motor mit maximal 101 PS. Angeblich kommt sie so 420 Kilometer weit, wiegt 260 Kilo, kostet allerdings auch 30.450 Euro. Dafür kann sie an Teslas Superchargern geladen werden. Bye bye Boldor. In Japan scheint die Zeit der Honda CB400 Superfor und Boldor zu Ende zu gehen, denn Honda hat dort eine Final Edition angekündigt und damit scheint für diesen großartigen wassergekühlten Hochdreh-Vierzylinder mit 400 Kubik und 56 PS dann bald Schluss zu sein. Aber nicht verzagen, es gibt ja noch die CB1300, wie gesagt, leider nur in Japan. Wer Star Wars liebt, wird das hier jetzt lieben, denn Yamaha Brasilien hat vom Roller X-Max 250 eine Darth Vader-Version aufgelegt. Natürlich in schwarz und mit allerlei Karosserieteilen in wirklich schöner Imperium-Optik. Wirklich sehr großartig und leider nicht in Europa, denn ich bin Fan. Man sieht's, vielleicht wäre was für mich dabei gewesen. Triumphs Elektromotorrad TE1 ist nach mehreren Teasern in den letzten Monaten final für den 12. Juli 2022 angekündigt. Dann wissen wir endlich was von den kolportierten 180 PS Spitzenleistung und dem kleinen Akku mit nur 15 Kilowattstunden wirklich rausgekommen ist. Dann wissen wir die Spezifikation und was Phase ist. Und ab 2024 soll die neue Triumph TE1 dann auf den Straßen vor sich hin stromern. So, das war der grandiose Wochenrückblick von motorradonline.de und immer dran denken, hinten bremsen heißt an vorne denken.